Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic 2. Nee, Gothic 1 natürlich. Wie komme ich jetzt auf Gothic 2? Wir müssen noch zwei Fokussteine finden. Da ist die 2. Aber erstmal rennen wir jetzt ganz schnell aus dem Nebelturm raus, den wir in der letzten Folge hier leergeräumt haben und die Schnitzeljagd-Quest gestartet haben. Beziehungsweise der Fremde heißt sie ja. Ich nenne es immer nur gerne Schnitzeljagd, weil wir jetzt dann über die Rätsel versuchen rauszufinden, wo wir das nächste Buch herkriegen. Die Axt können wir auch liegen lassen. War hoffentlich nur eine Axt. Nee, da sieht's gut aus. Was sehe ich denn da? Okay, schade. Es sah gerade so aus, als wenn es da doch noch einen Gang gäbe. Ich höre schon das Meeresrauschen immer lauter. Gut, machen wir den Turm mal wieder zu. Der ist ja jetzt leer und unbewohnt. Kann ja Lester einziehen, der steht ja so auf alte Burgen. Ich würde ganz gerne... Habe ich den Pfeil auch noch? Scheinbar nicht. Das war knapp. Bin ein Stück den Fluss entlang geschwommen, als mir ein Konvoi bestehend aus einigen Aufsehern und einer Menge Sträflingen entgegenkam. Die armen Schweine sind wohl die nächsten, die für den König in die Minen schuften. Ich bin mir sicher, dass mich einer von denen gesehen hat. Gesehen hat er aber nichts. Nee, gesagt hat er aber nichts. Unter uns Gefangenen bestand schon immer eine Art Zusammenhalt. Ich schleiche seit einigen Tagen einem der Magier hinterher. Er trägt einen blauen Stein mit sich herum. Sieht wertvoll aus. Der Magier scheint auf dem Weg Richtung Meer zu sein. Ich bleib mal an der Sache dran. Irgendwas passiert hier bald. Das spüre ich. Oh, der Zettel ist aber alt. Wenn der Magier einen blauen Stein bei sich trägt, dann ist der Zettel noch von vor Erschaffen der Kolonie. Aber interessant, das. Sowas ist cool mal zu finden. Das gibt's, glaube ich, im Hauptspiel nicht. Das dürfte alles durch die Mod mit dazugekommen sein. Okay, wir gehen jetzt erstmal rüber. Holen uns den nächsten Fokusstein. Aus der Klosterruine. Also. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie im Kopf, als dürfte das eine Klosterruine sein. Ganz genau weiß ich es aber natürlich nicht mehr. Hallo Gorn! Hallo Neuer! Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Ja. Gut, dass ich den Leuten damals im alten Lager nicht, also Whistler, nicht sein Erz weggenommen habe. Der hätte mich echt überall gefunden. Was führt dich denn hierher? Oh, ich versuche einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Eine Legende? Ja, Milton, mein Kumpel aus dem alten Lager, hat mir erzählt, dass hier einst Mönche lebten. Das war natürlich lange, bevor es die Barriere gab. Sie sollen einem Gott gehuldigt haben, der seinen Anhängern die Macht gab, sich in Tiere zu verwandeln. Bestimmt gibt es hier noch Schätze aus der alten Zeit. Was führt dich hierher? Ich suche einen magischen Fokus. Er muss irgendwo in dieser Gegend sein. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen, dort jenseits der Schlucht. Wusste ich's doch eine Klosterruine. Wir können unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Gute Idee. Hier wimmelt es nur so von Snappern. Einzeln sind sie für einen geübten Kämpfer zwar kein Problem, aber sie jagen meistens in Rudeln. So ein Rudel kann auch den gewieftesten Schwertmeister in Fetzen reißen. Wir gehen also zusammen? Okay. Doch bevor wir über diesen Baumstamm balancieren, möchte ich die Schlucht darunter erforschen. Ich habe gerne einen freien Rücken. Komm mit, ich habe einen Weg entdeckt, der uns dorthin führt. Ja, das machen wir sofort, aber Krallen und Zähne bringen gutes Erz. Na komm, Gorn. Dann lass uns mal das da unten erkunden. Ich hoffe, Gorn kommt dann nachher auch problemlos über den Baumstamm. Ich erinnere mich, dass der ab und zu mal so seine Probleme damit hatte. Aber dann müssen wir notfalls alleine reingehen.
Die Biester sind verletzt. Ey, Gorn, warte. Ich muss immer erst die Jagdtrophäen mitnehmen. Will ja auch, dass für mich was bei der Sache hier rausspringt. Wenn ich dann das nächste Mal dem Wolf einen Besuch abstatte, will ich auch was davon haben. Du rechts, ich links. Oder wir beide links. Okay. Die Biester sind wirklich saudumm. Nee, Gorn, du bist saudumm. Das Vieh lebt noch und du steckst deine Waffe weg. Das nenne ich Glück. Hier scheint eine Vorratshöhle gewesen zu sein. Übernimm du jetzt die Führung. Ich wollte nur sicherstellen, dass bei unserer Rückkehr hier keine Überraschung auf uns wartet. Ja, dann... ist eine kleine Vorratshöhle. Aber wir gucken natürlich mal, was es hier so gibt. Ein Schlüssel. Verwandlung in eine Fleischpflanze. Ja. So Dinge, die man natürlich rein zufällig brauchen wird. Na komm, Gorn. Komm mit. Es wird spannend, ob Gorn jetzt da oben problemlos über den Baumstamm rennt. Ich habe ja noch so meine Zweifel. Aber wir leveln hier gut. Dann können wir vielleicht gleich auch endlich mal ein bisschen Magie lernen. Ich hätte vielleicht viel, viel früher auf Mana setzen sollen. Aber gut. Was nicht ist, kann ja noch werden. Oh. Wir sind ja auch erst auf der Hälfte des Spiels. Da kommt ja noch ein bisschen was. So, bevor Gorn jetzt 10.000 Mal scheitert, speichern wir lieber mal. Die Biester sind wirklich sauber. Hey, Gorn hat's geschafft. Super. Wo warst du, als ich hier alleine gegen diese Horde Snapper gekämpft habe? Na, Gorn? Wo warst du? Auf in den Kampf! Ja, auf in den Kampf. Danke. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Fleischpflanzen. Tot. 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 So, jetzt kommen die auch nicht mehr in den Innenhof. So, wo sind denn... Magie. Wo ist es denn? Da. Nein. So, wir spielen das Rest des Spiels jetzt als Fleischpflanze durch, ne? Hallo Gorn. Hi Gorn. Ich bin's. Gorn? Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los. Weiter geht's. Verstehe nur nicht, warum der nach dem Zaubern immer irgendwelche Waffen anlegt.
Biester sind wirklich sautum. Ja, Gorn, dann hilf doch auch mal. Das Gefühl, hier fast alles alleine zu machen. Aber immerhin gibt es hier wertvolle Ressourcen. So. Ich glaube, ich erkunde diese Klosterruine gleich nochmal vernünftig ohne Gorn. Der wird nämlich gerade schon wieder unsichtbar. Ah, diese blöden Bugs hier. Weil ich weiß, dass man hier auf jeden Fall noch hochgehen kann. Das probiere ich dann aber gleich aus ohne Gorn. Wir holen uns jetzt mal den Fokus. Der dürfte hier oben liegen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Sieht aus wie ein Podest für irgendetwas. Vielleicht lag hier mal das Artefakt, das du suchst. Okay, wenn Gorn schon sagt lag, dann ist es leider weg. Dann müssen wir nochmal hier rein. Oder müssen wir da hoch? Nein. Du musst doch nicht da hoch. Hier müssen wir rein. Gorn, kommst du? Gorn. Ja. Hier lang. So. Deshalb hasse ich Escort-Mission. Wenn die KI nicht mal richtig um Felsen rumgehen kann. Wow! Alter. Also die waren jetzt gerade nicht mal unsichtbar. Spawnt das Spiel hier einfach die Viecher, wenn ich da stehe. Hat wohl gehört, dass ich was gegen die KI gesagt habe. Naja, gut. Langweilig. Dich haben wir schon im ersten Kapitel besiegt. Brauche ich nicht mal Gorn für. Es gibt wieder schöne Erfahrungspunkte. Beziehungsweise schönes Erz bei Wolf. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Okay. Dann noch ein paar Spruchrollen, ein bisschen Erz. Super, genau das können wir gebrauchen. Brauchen wir auf jeden Fall einen Heiltrank. Weil ich habe noch so im Kopf, was mich da draußen jetzt erwartet. Also Gorn, schaffst du es aus der Tür raus? Wunderbar. Dann laufen wir mal wieder nach vorne. Gorn folgt mir nämlich nicht ohne Grund. Theoretisch klar, einfach hier Teleport Wassermagier und weg hier. Aber so einfach machen wir uns das heute nicht, zumal ich ja hier noch gerne was erkunden möchte. Gorn? Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Na dann. Angriff ist die beste Verteidigung, ne? Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war,
Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Ja, doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Was Wolf wohl sagt, wenn ich ihm das Trollfell bringe? 200 ist das nur wert, okay. Ich wette, im nächsten Kapitel gibt's eine Trollfellrüstung. So, jetzt möchte ich aber ganz gerne einmal hier hoch. So, dann hier hoch. Das hätte man nämlich mit Gorn nicht geschafft, hier hoch zu gehen. So, den hier. Hier. War hier nicht immer eine Säule? Ich meine, hier wäre immer eine Säule gewesen, die man dann umstoßen konnte, um darüber zu der Truhe zu kommen. Das heißt, man kommt da jetzt echt nur noch mit Akrobatik rüber. Das ist ja mies. Ja, okay. Weil hier war immer eine Säule. Und diese Säule, die konnte man einfach umwerfen. Also nicht einfach, man musste schon wissen, wie. Und dann konnte man darüber balancieren. Das ist jetzt enttäuschend, dass sie die einfach weggenommen haben. Das enttäuscht mich jetzt wirklich. Okay, da wir jetzt ja sowieso in der Nähe vom alten Lager sind, will ich da nochmal vorbeischauen. Können wir einmal kurz zu Diego gehen. Nee, warte. Diego ist doch gar nicht da. Ich glaube, Diego ist doch gar nicht da. Aber ich will trotzdem mal kurz im alten Lager vorbeischauen. Vielleicht habe ich da auch aus Versehen jemandem die Sumpfheizähne verkauft, die ich ja eigentlich haben wollte. Oder die ich brauche, besser gesagt. Oh, vielleicht sollten wir auch über den Baumstamm rennen. Ich habe gehört, der andere Weg wäre tödlich. Wie viele Lernpunkte haben wir jetzt? 20. Fast 30. Das ist eigentlich ganz gut. Dann kann man nämlich schon mal den zweiten Kreis der Magie lernen. Und ein bisschen Mana, wenn wir dann wieder im Sumpflager sind. Oh, die Strömung. Und auf jeden Fall haben wir dann schon mal vier der fünf Fokussteine. Das heißt, einer müsste noch fehlen, also einer fehlt noch. Und dann haben wir das auch schon beendet. Na komm. Ja. Ich will jetzt hier nochmal die Händler abklappern. Vielleicht hat ja... Habe ich ja aus Versehen jemandem die Sumpfheizähne verkauft. Weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass es da überhaupt spezielle Zähne gab. Aber gut. Wir gucken mal. Moin Jungs. Diego ist weg, ne? Ja, Diego ist weg. Horus, gibt's was Neues? Nee, leider nicht. Lieber über was anderes reden, auch gerade, dass das Ärger gibt.
Oh, ich liebe die Musik im alten Lager. Es fühlt sich so heimisch an. Och, man darf alles glauben, was man hört. Whistler! Hey du! Bist du zufrieden mit deinem Schwert? Finde ich schön. Diskfisk. Hey du. Habe ich dir zufällig die Zähne verkauft? Zeig mir deine Ware. Krallen? Normale Zähne? Ne, dem habe ich gar nicht so viel verkauft. Manche lernen aber gar nichts dazu. Absolut idiotisch. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. So, dem habe ich auch nichts verkauft. Schade. Ist denn eigentlich mittlerweile der Typ immer noch nicht aus seiner Höhle zurückgekehrt? Hey, ich habe mich so angestrengt dafür. Na, wie sieht's aus? Du kannst nach wie vor auf mich zählen, Kleiner. Naja, so klein bin ich ja nicht mehr, ne? Können wir eigentlich nochmal in der Arena kämpfen? Oder haben wir schon in der Arena gekämpft? Ich glaube, wir haben schon in der Arena gekämpft, oder? Ich würde aber gerne... Ach komm, wenn wir schon mal hier sind, probieren wir das nochmal kurz aus. Bevor wir uns dann... Ach ja, der Templer ist ja weg. Da müsste ich mal im Sumpflager gucken, ob der da irgendwo rumhängt. Stimmt, da war ja was. Okay, es steht kein Kampf an. Das heißt, wir können auch nicht wetten. Ich will aber im Moment der nächste Kampf. Ja, okay. Ja, dann, wir gucken nochmal bei Fingers vorbei. Hast du noch was zu tun? Was kann, kommt drauf? Nee, der kann mir nur was beibringen. Ja, dann, wir haben den vierten der 5 Fokussteine gefunden. Das heißt, ich beende jetzt mal die Folge hier an der Stelle. In der nächsten Folge machen wir uns dann auf zur Trollschlucht. Ich dachte, jetzt zieht er zufällig die richtige Karte, aber nein. In der nächsten Folge machen wir uns dann auf zur Trollschlucht und suchen den letzten Fokusstein. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.